Was geht ab, Freunde? Willkommen wieder zu einem neuen Video. Wie ihr erkennen könnt, ich bin wieder in Oberösterreich. Ja. Ich war arbeiten, habe es aus und gehe gerade zu einem Dönerladen. Okay, ich habe hier so einen Dönerladen entdeckt. Die haben einfach dort Chili Cheese Kebab. Habt ihr schon mal sowas gegessen, Leute? Und ja, ich werde mir jetzt eins holen. Hab extra für das Video gespart. Ich wollte es gestern schon probieren. Und dann, ja, sage ich euch, ob es schmeckt oder nicht. So, Freunde, ich bin jetzt im Hotel. Hotel werde ich euch gleich auch zeigen, ja. Den Döner, ich habe mir jetzt den Döner geholt. Chili Cheese Kebab. Noch nie gegessen, aber das hört sich richtig gut an. Sollte eigentlich gut schmecken, ja. Ich weiß gar nicht, was er da reingegeben hat. Das sieht so aus, schaut mal. So wie ganz normale Kebab, aber da ist noch, ja, Käse ist da drauf, so. Und ich glaube, irgendeine Chili-Sauce hat er auch noch drauf getan. Aber ja, auf jeden Fall, wir probieren mal und dann kann man ja mal sagen, ja, wie das schmeckt. So, Bismillah. Okay, nochmal. Der schmeckt gut auf jeden Fall. Das ist so wie Cheeseburger irgendwie. Erinnert mich ein bisschen an Cheeseburger. Aber auf jeden Fall, wenn man reinbeißt, würde man nicht sagen, das ist ein Döner. Ja. Man würde irgendwie sagen, das ist irgend so ein Burger oder so. Hat man das Gefühl, wegen dem Käse. Aber ist auf jeden Fall gut. Also scharf ist es nicht so ganz, ja, ein bisschen scharf. Aber das kann man sich schon öfters gönnen, ja, Chili Cheeseburger. Aber in Wien gibt es da sowas, glaube ich, leider nicht. Aber auf jeden Fall top. Und Note würde ich geben, sicher so 9. Bekommt er sicher von mir. Also auf jeden Fall bringt das nach Wien, Leute. Das ist, du wirst Millionär, wenn du das in Wien machst, glaub mir. So, meine Freunde, jetzt zeige ich euch noch das Hotel, ja. Ich bin seit wann bin ich da? Keine Ahnung, seit 3 Tagen oder so bin ich hier. Und ja, ich bin bis Montag noch da, also noch 3 Tage. Und dann bin ich wieder in Wien. Ja, wenn man reinkommt, hat man hier sowas, wo man seine Sachen aufhängen kann. So einen Schrank hat man hier, ja. Ist ein großer Schrank für ein Hotel. Und dann geht's mal hier rein. Badewanne ist auch, also, keine Ahnung, wie man das nennt. Was für Badewanne, was rede ich hier, Mann? Ihr wisst schon, was das ist, ja. Ist auch schön groß, ja. Und ja. Und dann haben wir hier sowas zum Tasche draufstellen. Kaffeemaschine habe ich hier sogar, ja. So einen kleinen Fernseher, aber der ist gut, der ist nicht schlecht. Sowas haben wir hier. Natürlich haben wir auch einen Kühlschrank. Das ist schon mal sehr gut. Seht ihr, der Kühlschrank haben wir da. Da ist ein bisschen unordentlich, nicht darauf achten, ja, das schmeißen später weg. Hier ist auch ein bisschen unordentlich, ja, da ist ein Couch. Couch, keine Ahnung, was das ist, ein Sessel, Alter. Was für Couch, was laber ich heute? Ach, hier noch ein Sessel. 2 Betten habe ich, ja, da ist auch ein bisschen unordentlich. Ich habe mich da gerade draufgelegt, deswegen tut mir leid. Das ist eigentlich voll groß, ich glaube, bis jetzt das größte Zimmer, was ich hatte. Also das ist schon riesig, 2 Fenster, da auch noch ein Spiegel. Ausblick ist das. Irgend so ein Raucherhof, ja, zum Rauchen, aber ich rauche natürlich nicht halal, ihr wisst Bescheid. Und ja, das ist mein Hotel, da, ja. Ist ein schönes Hotel, ist groß, ja. Frühstück ist auch nicht schlecht. Kaffeemaschine habe ich, aber ich habe es bis jetzt noch nicht benutzt, weil ich trinke am Abend keinen Kaffee. Wenn, dann in der Früh. Und ja, ist schönes Zimmer, ja, ich bin noch 3 Tage hier. Und ich habe noch Sauna und Fitness habe ich auch, das ist aber immer besetzt. Ich war da 2-3 Mal, es ist immer besetzt, immer jemand dort. Also keine Chance da irgendwie reinzukommen, aber egal. So, Freunde, wir haben jetzt nach der Arbeit, ja, ich bin jetzt hier ins Gym gekommen, im Hotel. Ich zeige euch mal, ja, hier gibt es auch Sauna. Das ist Sauna, ist dunkel, da ist irgendwie kein Mensch gerade hier. So sieht es hier aus. Heute ist Samstag, heute ist irgendwie ruhiger. Und das ist das Gym, ja, es ist klein, aber das reicht für mich. Laufband, da hat man so einen Balkon. So eine Aussicht. Ja. Klein, aber das wird mir reichen. Ich werde es ein bisschen trainieren. Und dann geht es wieder weiter. So, Freunde, ich würde mal sagen, das war's mit diesem Video. Das ist ein kurzes Video wahrscheinlich.
Aber egal, ich bin ab morgen in Wien, da kommen wieder gute Videos, ja. Ihr wisst ja, ich war in den letzten Tagen nicht so motiviert. Deswegen kamen auch keine Videos und so, keine Livestreams. Und ja, aber jetzt, morgen fahre ich wieder nach Wien und dann kommen wieder Videos. Und ja, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Kakao.